Geh kaputt. Ja, verfickten Motherfuckers. Tut mir leid für den Ausdruck, aber ey, das trägt mich jetzt nur gerade so richtig auf. Ich hab schon eine schlechte Zeit, aber jetzt wird es noch schlechter. Locker. Das ist zu schlechte Zeit. Das war die dritte Etappe. Wie war ich? Das waren alle drei Etappen. Welches Ergebnis hat unser Haus oder wohl erzielt? Unter der Zeit. Aber trotzdem so schlecht. Ich kann mich erinnern, dass ich ja so total ausgerastet bin einmal. Nun ist es schon soweit. Die Zeit wurde ausgewählt. Hier ist die Ergebnisse. Oha. Er ist gut. Ich kann es noch besser machen. Er hat es im Zeitlimit geschafft. Was dachten Sie denn? Glückwunsch, damit erhält er ein nettes Preisgeld. Glückwunsch. Mach nochmal mit, um deinen aktuellen Rekord zu brechen, Red. Man sieht sich. Das ist so eine schlechte Zeit. Wie wir die Ansagerin erwähnt, ja. Wenn du nochmal, ja, nimm die Quest bei der Quest erneut an. Okay, alles klar. Ich glaube, diese Quests, die man nochmal machen kann, sind nur da, um die Bibliothek zu erfüllen. Also zu füllen mit Sachen zerstören und alles Mögliche. Komm. Jetzt noch eine Quest. Warte mal. Hier sind die Quests, die du zusammen kannst. Das letzte im Schiff. Ich möchte, dass mir jemand einen gewissen Einzelkrebs zusammen mit dem Schiff auf seinen Rücken fängt. Ich warte ihm. Ja. Gasthaus. Ein gewisser Einzelkrebs. Was ist denn damit gemeint? Der Job wird von einem Reisenden namens Galvan angeboten. Er ist im Gasthaus, im Zimmer da oben rechts. Ah, ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es mit dem zu tun hat. Ist schon irgendwie traurig, wenn man das weiß. Haben Sie den Job bei der Questbörse im Auftrag gegeben? Ja, das ist richtig. Ich bin Galvan. Ich bin Red. Erzählen Sie mir von diesem Einsiedlerkrebs. Mit dem Krebs hat der Job eigentlich nichts zu tun, sondern mit dem Schiff auf seinem Rücken. Weißt du, nun ja, ich habe all meine Erinnerungen verloren. Aber eines Tages, halt, als ich dieses Schiff sah, konnte ich mich plötzlich an was erinnern. Mir fiel ein, dass ich in der Vergangenheit was Wichtiges auf dem Schiff vergessen habe. Also soll ich den einzigen Krebs fangen, um an das Schiff zu kommen? Und mir das bringen, was auf dem Schiff ist, vergessen habe oder so. Ich werde es versuchen. Ich hoffe nur, dass diese wichtige Sache vielleicht zu erkennen ist. Wenn du bereit bist, bringe ich dich zu der Stelle, wo man den einzigen Krebs angeln kann. Ich bin bereit. Meinetwegen kann es jederzeit losgehen. Dann lass uns sofort aufbrechen. Okay. Und hier soll er gammeln oder was? Geh einfach hier durch, dann kommst du zur Angestellte. Ich verlass mich drauf. Kein Problem, ich warte. Ja. Dann ist deine erste Aufgabe, die Angestellte zu erreichen. Erstmal hier alles untersuchen, ist jetzt wichtiger. Komm. Drecksteil. Durch diese Einsiedlerkrebse hasse. Ich sehe auch nicht, jetzt ein Einsiedlerkrebs da. Ich hab eine Idee, ich nehme die Kiste da hinten. Ich weiß ja, früher saß ich richtig lange dran, um diese Kekse zu töten.
Weil wegen ihrem komischen Schein hat sie einen richtigen Schutz. Okay, ja, mit haben wir das auch. Warte mal. Ach, sie soll nicht da rein. Ich will mal erstmal alles hier untersuchen, danach kann ich das ja noch weiter angucken. Okay. Okay, wir sind wieder drin. Und Gegner? Ja. Okay. Ein Krebs. Huch, ist das eine Sackgasse? Führt da unten ein Weg hindurch? Sieh dich doch mal genau. Haben wir es? Okay, da geht's durch. Oh. Okay, haben wir das auch gemacht? Kann ich da runter vielleicht? Anscheinend nicht, okay. Okay. Warte, es gab... Ich habe mein Telefonat, also mich hat einer angerufen und deswegen muss ich kurz einen schnellen Cut machen und ich habe dann währenddessen auch die ganzen Gegner jetzt hier besiegt. Ihr habt eigentlich nichts verpasst. Echt gar nichts. Warte mal. Hier gibt's nichts, okay. Ist klar. Bin ich eigentlich da? So. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist. Wenn ich unten gehe. Okay. Dann gehe ich einfach mal nach oben. Macht keinen Unterschied. Soll ich das jetzt irgendwie runterwerfen oder was soll ich machen? Man konnte ich auf diesen Ast da hinten? Konnte ich darauf? Nein.
Okay, dann haben wir das auch erledigt. Sie gibt es euch als Gegner. Stirbt meine Runde. Weg. Ich level up. Ja, Max LP wurde erhöht. Okay, da ist der Eingang. Schön, dass du es mir zeigst. Sie muss die Angestellte sein. Ach. Wie bist du nur darauf gekommen? Das Ding an nicht mehr beim ersten Versuch. Petri heirat. Okay. Das ist es nicht. Oder ist es das einzige? Anscheinend schon. Achso, das Kriegsschiff. Was hab ich da? Fertig, los. Ja, ich weiß. Ich hätte noch ein bisschen früher drücken müssen, dann hätte ich das geschafft. Ich hab's. Yay, Kriegsschiffskrebs. Das muss das Schiff sein? Ja, ich glaube auch. Ich gehe rein. Okay, wonach soll ich suchen? Hast du einen Tipp? Vielleicht nach einem Tagebuch oder nach ein paar Fotos. Dann gucke ich mal, ob hier irgendwo eine Kabine oder so ist. Aber trotzdem. Was ist? Dieses Schiff, ich würde sagen, es ist mindestens 50 Jahre alt. Na und? Ich frage mich, ob es überhaupt sein kann, dass Calver früher mal auf diesem Schiff war. Keine Ahnung, ich begebe mich einfach erstmal auf die Suche danach sehen wir weiter. Eine Kiste oder so, dass man auf ihn werfen kann. Komm, drück mich mal. Ich meinte das nicht so. So. Verdammter Wichser. Okay. So, rein mit uns. Das sieht nach einem Maschinenkontrollraum aus. Und ist da irgendwas? Ich sehe mich mal genauer um. Und was ist da? Hier ist das Fluglogbuch des Kontrollraums. Mal sehen. Der Name des Chefs war Galvan? Was? Das Datum ist im Logbuch. Es besteht kein Zweifel. Es ist 50 Jahre alt. Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, was wir als nächstes tun werden. Das bringen wir gleich zu Calver zurück. Okay. Warte, heißt er jetzt Galvan oder Calver? Hallo? Galvan, sind Sie hier? Galvan? Er ist nicht da. Kann ich dich kurz was fragen? Ah, Galvan, da sind sie ja. Oh, eine Verwechslung. Sie sehen genau wie der, aus dem ich suche, nur ein Dünger. Wer sind sie? Ich bin Galvan.
Aber wie ist es möglich, dass du meinen Vater Galvan kennst? Er hat uns gebeten, einen Job für ihn zu erledigen, hier. Was? Ich bin... Ah, ja, ja. Ich bin mir sicher, dass dieses Logbuch von ihrem Vater geschrieben wurde. Das ist tatsächlich der Name meines Vaters. Wo hast du das? Wie ich schon erzählte, hat mich jemand namens Galvan angeheuert, um auf einem Schiff, mit der er früher geflogen ist, ein paar Hinweise über seine Vergangenheit zu finden. Das ist unglaublich. Ich hatte einen Traum, in dem mich eine Stimme anwies, ich soll nach Berset gehen. Ich weiß nicht genau warum, aber ich konnte sie nicht ignorieren. Sieh her. Auf der letzten Seite des Logbuchs wurde etwas hineingekritzelt. Oh. Oh, Vater. Was steht da? Anscheinend sind dies die letzten Worte meines Vaters. Meine Liebste, bitte kümmere dich um unseren ungeborenen Kind. Ungeborenes Kind, das ich nie selbst gehen werde. Sehen werde oder sehen? Was stand da? Wenn es eine Tochter ist, nenne es Litchi. Wenn es ein Sohn ist, dann Termidore. Okay? Ich liebe dich. Ich liebe euch beide. Oh. Mein Vater muss an dieser Welt festgehalten haben, um diesen Brief zu überbringen. Wie schade, dass meine Mutter ihn damals nie erhalten hat. Nun trage ich einen anderen Namen, als mein Vater es sich wünschte. Das tut mir sehr leid. Ach, ich habe eine Idee. Ich werde bald Großvater. Ich werde meinen Enkeln den Namen schenken, den mein Vater sich für mich gewünscht hat. Ja, das ist eine tolle Idee. Du bist doch Jäger, oder? Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit für deine Mühe. Dankeschön. Danke, vielen, vielen Dank. Ich habe zu danken. Grüßen Sie Ihr Enkelkind von mir. Och, das war doch mal schön. Das war doch mal schön. Okay, weiter geht's. Du kannst jetzt Rang 6 Quest annehmen. Hat lange genug gedauert, dass es bisher das kann. Und das war Galvan und Kalva. Und ihre Story. Okay. Sehen wir mal, ob jetzt neue Quests dazu gekommen sind, weil wir sind ja Level 6 jetzt. Nächstes Ziel. Okay. Damit beende ich mal diesen Part oder eher diesen langen Part und wir sehen uns das nächste Mal.